Hallöchen Freunde, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal einen kleinen Anfängerguide zu Icarus. Falls ihr noch absolut blutige Anfänger seid, sprich noch gar nicht angefangen habt mit dem Spiel, dann zieht euch unbedingt erstmal das Video hier oben rein. Da habe ich so die ersten Schritte in Icarus erklärt und was ihr machen solltet. Für alle anderen geht's jetzt weiter und los geht's. You can't touch this. You can't touch this. Quatschen wir erstmal drüber, was überhaupt Ziel des Spiels ist, weil ganz ehrlich, das Spiel erklärt euch das so gut wie gar nicht und ich zumindest habe erstmal ein Weilchen gebraucht, um zu checken, was soll ich hier überhaupt machen, was ist Aufgabe. Ihr könnt euch ein Schürfgebiet raussuchen, beziehungsweise ganz am Anfang noch nicht, da habt ihr nur eins zur Auswahl, später werden dann aber immer mehr freigeschalten. Ihr seht dann schon mal grob eine Missionsübersicht, was zu machen ist und habt auch die Anzahl der Tage dastehen, in welcher ihr die Mission erledigen müsst. Ganz wichtig, die Tage sind Realtime, sprich die laufen auch weiter, wenn ihr offline seid. Also fang keine Mission an, wenn ihr einen Tag später zwei Wochen in Urlaub fahrt, wäre ziemlich schlecht. Warum das schlecht ist, wenn ihr die Mission nicht schafft, erkläre ich später im Video. Das Wichtigste im Spiel, worum es eigentlich geht, sind exotische Materialien. Die kriegt ihr erst ein paar Missionen später, also am Anfang ist da noch nicht die Rede von. Aber das ist das Wichtigste. Warum? Ihr könnt im Orbit, könnt ihr euch in der Werkstatt Sachen kaufen. Dazu braucht ihr Zahlungsmittel und auch exotische Materialien. Das sind Gegenstände, die ihr immer wieder mitnehmen könnt. Denn bei Icarus ist es so, ihr geht in das Schürfgebiet, ihr macht die Mission fertig und wenn die fertig ist, könnt ihr nur exotische Materialien wieder mitnehmen. Alles andere, was ihr euch aufgebaut habt oder gefarmt habt oder was auch immer, ist weg. Ihr fangt pro Schürfgebiet neu an. Deswegen ist es ganz wichtig, die exotischen Materialien dann später zu sammeln und natürlich auch das Zahlungsmittel. Das kriegt ihr durch die Mission. Bei den ersten Missionen gibt es noch nichts, später kriegt ihr dann was, seht ihr auch immer in der Missionsübersicht. Und damit könnt ihr euch halt in der Werkstatt im Orbit Sachen kaufen, die ihr dann immer wieder mitnehmen könnt. Das ist eigentlich mal so grob gesagt erstmal Ziel des Spiels. Also ins Schürfgebiet gehen, Mission abschließen, exotische Materialien mit hochnehmen, damit ihr euch immer mehr Sachen kaufen könnt. Was passiert, wenn ihr die Mission nicht schafft? Ja, euer Landungsschiff fliegt ohne euch los und euer Charakter ist tot. Ja, tatsächlich. Also ihr habt keine Chance, den Charakter wieder in den Orbit zu kriegen und somit keine Chance, den Charakter wieder für irgendeine Mission einzusetzen. Das ist halt echt verdammt ärgerlich, also das sollte nicht passieren. Gerade wenn ihr in einem sehr hohen Level vielleicht schon seid und generell halt viel damit gezockt habt, ist so ein Permadeath schon ganz schön scheiße. Ja, deswegen passt auf jeden Fall auf, dass ihr das schafft, sonst wird's doof. Haltet euch so schnell wie möglich den Bogen frei, denn das Ding wird definitiv erstmal euer bester Freund. Warum? Weil das Ding einfach geil ist in dem Spiel. Schießt nicht wie wild drauf los mit Pfeilen einfach so auf das Tier, ihr verwundet's nur, es rennt weg und ihr verschenkt ohne Ende Pfeile. Wichtig ist, in die Hocke gehen, auf den Kopf zielen, dann macht ihr so einen geilen Stealth-Shot, wie ihr gerade seht. Damit sind fast alle Tiere am Anfang One-Shot, also ihr braucht nur einen einzigen Pfeil. Und ich muss sagen, die Killcam sieht einfach auch verdammt geil aus, ich liebe das. Ich schieße teilweise Tiere ab, einfach nur weil ich Bock habe, mir das nochmal reinzuziehen. Ja, ich liebe sowas. Ich glaube, bei Hunter damals war das auch so. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei Hunter bei dem Spiel war das ähnlich und ich habe es da schon gefeiert. Auf jeden Fall ganz wichtig, in die Hocke gehen, auf den Kopf zielen, tot machen. Ihr bekommt Leder, Fell, Fleisch, alle Sachen, die ihr braucht. Und wie gesagt, Rehe, Hirsche, Gämse, Wölfe, Hasen, ist alles One-Shot. Selbst Büffel, wo ich selber gar nicht gedacht hätte, dass man die One-Shotten kann. Selbst diesen One-Shot, da braucht ihr allerdings schon die Knochenpfeile, da reichen die Steinpfeile nicht aus. Nur bei den Bären wird es dann ein bisschen anders, aber in den ersten zwei Missionen. Ich glaube, in der zweiten Mission trefft ihr dann mal welche an. Das werdet ihr dann schon sehen. Viel Spaß dabei. Es gibt in Icarus etliche Verletzungen, Wunden, Infektionen, Krankheiten und was ihr euch sonst noch so schönes alles vorstellen könnt, was euch das Leben definitiv ein bisschen schwerer macht. Es gibt vor allem auch ein Heilmittel. Das seht ihr eigentlich ganz easy, indem ihr auf euren Charakter geht. Da seht ihr unten die Krankheiten und auch die Buffs, die ihr habt und einfach mit der Maus drüber. Und ihr seht schon, was ist es für eine Krankheit, was für eine Verschlechterung bringt es euch und wie könnt ihr es behandeln. Am Anfang werdet ihr größtenteils auf Wunden und tiefe Wunden treffen. Die könnt ihr mit einem Verband oder einem Nähset ganz easy behandeln. Ansonsten gibt es halt auch noch Infektionen, da braucht ihr dann verschiedene Pasten und so einen Spaß dafür. Es kann auch passieren, wenn ihr aus einem verseuchten See trinkt. Da nochmal kurz der Tipp, wenn keine Fische drin sind, wird er wahrscheinlich verseucht sein. Aber auch da ist es nicht immer so, dass ihr jetzt definitiv jedes Mal, wenn ihr daran trinkt, eine Infektion kriegt, sondern es passiert auch nur ab und zu und bringt euch jetzt auch nicht direkt um. Die meisten Krankheiten verschwinden nach einer gewissen Zeit, das seht ihr ganz easy an der Sekundenzahl, die drunter steht. Manche sind aber halt schon fies, gerade so gebrochenes Bein und so, wenn ihr mal irgendwo zu weit runtergesprungen seid, verlangsamt euch halt ohne Ende und gerade wenn ihr zum Beispiel ganz schnell irgendwo runterspringt, weil ihr dringend was trinken müsst und ansonsten sterbt und auf einmal habt ein gebrochenes Bein und seid sehr langsam unterwegs, ist doof. Da braucht ihr zum Beispiel eine Schiene für,
Ihr werdet die ganzen Krankheiten mitkriegen. Ich brauche die jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Ganz ehrlich, ihr seht, was ihr habt. Ihr könnt einfach mit der Maus drüber gehen und seht halt auch, wie ihr es behandeln könnt. Ne? Verbände und alles andere müsst ihr mit euren Fertigkeitspunkten erlernen, die ihr halt jedes Level neu bekommt. Ansonsten ist es am Anfang zumindest nichts dabei, was euch jetzt direkt umbringt. Die meisten Sachen verschwinden, wie gesagt, mit der Zeit. Ihr könnt sie aber auch behandeln, wenn ihr es ein bisschen schneller weghaben wollt. Und mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Der Oxidizer ist ein sehr, sehr nützlicher Gegenstand. Das Ding verarbeitet euch Oxid zu Sauerstoff. Vorteil von dem Teil ist einfach, dass es viel, viel effektiver ist, als wenn ihr euch das Oxid so reinfresst. Also baut euch das Ding, könnt ihr relativ schnell schon freischalten, kostet auch jetzt nicht wahnsinnig viel Materialien. Baut es euch in die Hütte, könnt ihr immer mal ein Oxid reinwerfen und kriegt dort schön Sauerstoff raus. Ist effektiver und sieht auch cooler aus. Es ist essentiell wichtig, dass ihr euch einen ordentlichen Unterschlupf baut, weil es immer wieder Stürme gibt, die kommen von Mission zu Mission auch häufiger und werden auch schlimmer. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was es so am Anfang für Stürme gibt und was ihr dagegen machen könnt. Deswegen braucht ihr eine ordentliche Hütte. Macht nicht den Fehler wie ich und schaltet erstmal mit den Fertigkeitspunkten die Strohhütte frei. Ist relativ Verschwendung, das Ding kann gar nichts ab. Baut euch lieber gleich eine Holzhütte, da seid ihr zumindest erstmal geschützt da drin. Wichtig ist dabei, ihr braucht unbedingt auch einen Reparaturhammer, weil die Stürme auch die Holzhütte irgendwann einreißen und vor allem auch eure Gegenstände da drin. Gerade wenn ihr dann 40 Eisenerz gesammelt habt, um euch so einen schönen Amboss zu bauen und auf einmal kommt ein Sturm, ihr seid gerade vielleicht nicht zu Hause, kommt wieder und der Amboss ist weg und die halbe Hütte ist eingerissen. Ist halt verdammt ärgerlich, deswegen scheißt auf die Strohhütte, baut euch auf jeden Fall eine ordentliche Holzhütte und versucht zumindest, wenn die Stürme am Start sind, irgendwie in der Nähe zu sein, dass ihr mit einem Reparaturhammer schnell nacharbeiten könnt, dass euch da nichts kaputt geht. Die Stürme, ich hasse sie, sie kommen immer genau in dem Moment, wo man sie nicht gebrauchen kann, aber es ist halt ein großer Bestandteil des Spiels und da sollte man auch mal grob wissen, was einen so erwarten kann und was man dagegen tun kann. Deswegen erwähne ich jetzt erstmal für euch so die ersten Stürme, die ihr erfahren werdet. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, da mache ich nochmal ein extra Video dazu und vor allem werden die auch gefühlt von Mission zu Mission viel, viel häufiger, aber jetzt erstmal so die ersten Wetterereignisse, die ihr erfahren werdet. Regenschauer ist eigentlich relativ easy, ein paar Tröpfchen, ihr werdet glaube ich ein bisschen langsamer, aber ganz ehrlich, da könnt ihr drauf pfeifen, das macht noch keinen großen Schaden, ist so das, was euch in der ersten Mission ab und zu mal erwartet, sehr viel mehr passiert dann noch nicht. Es wird dann aber später auf jeden Fall ein bisschen schlimmer mit starken Winden, das hatte ich gerade schon mal bei der Unterschlupferklärung erwähnt, da geht euch halt ein bisschen die Holzhütte kaputt und vor allem entwurzelt es auch Bäume, die einerseits auf euch stürzen können, wenn ihr nicht gerade in eurem Unterschlupf versteckt seid, aber auch auf euren Unterschlupf oder auf gebaute Gegenstände draufstürzen und damit halt natürlich Zerstörungen anrichten können. Ja, viel könnt ihr dagegen nicht machen, außer Unterschlupf suchen, nachreparieren und abwarten, bis der ganze Spaß vorbei ist. Später kommt dann auch noch ein bisschen Gewitter hinzu. Da wird es schon etwas ekliger, weil die Blitze können auch in Bäume einschlagen und es fängt an zu brennen. Und ja, wenn das gerade bei euch in der Nähe steht, kann es halt schnell mal einen Großbrand geben bzw. eure Hütte halt einfach abfackeln. Deswegen wäre es wichtig, Feuerfächer erlernen, könnt ihr schon relativ schnell am Anfang und mit dem Ding könnt ihr Brände löschen. Das wäre zumindest erstmal relativ wichtig, dass ihr so ein Ding irgendwie am Start habt, weil wenn euch die ganze Hütte abbrennt und alles, was ihr irgendwie errichtet habt, da drin steht, da werdet ihr definitiv ein bisschen heulen. Ja, ansonsten gibt es halt noch niedrige Temperaturen. Da müsst ihr halt schauen, dass ihr ein Lagerfeuer in der Nähe habt, um euch ein bisschen zu erwärmen. Sehr viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Die ersten Tiere könnt ihr noch ganz easy mit eurem einfachen Messer häuten, aber spätestens bei Bären und Büffeln werdet ihr vor Probleme stoßen, denn da braucht ihr dann schon etwas bessere Messer, zum Beispiel aus Eisen. Wo kriegt ihr das her? Ihr braucht erstmal die Erze, die findet ihr in den Höhlen, in den Bergen, meistens so in den Randregionen. Dort müsst ihr die ganzen Erze abbauen. Achtung, wenn ihr reingeht, kommt immer erstmal so ein blauer Höhlenwurm, der schießt euch mit seinem Sabber voll, ein, zwei Pfeile draufhauen, dann ist das Vieh auch Geschichte. Dort findet ihr dann Eisen, Kupfer, Platin, Gold, Carbon gibt es auch noch irgendwann. Also gibt eine ganze Menge von dem Zeug. Am wichtigsten am Anfang ist erstmal Kupfer und Eisen. Wenn ihr das abgebaut habt, müsst ihr die Erze dann in einen Schmelzofen bauen. Um den zu bauen, braucht ihr aber auch schon eine Werkbank. Die schaltet ihr ab Stufe 10 frei. Braucht ihr so oder so für alles, also das Ding müsst ihr definitiv erlernen. Habt ihr die Erze dann reingeschmissen, werden Eisenbahnen draus, beziehungsweise Kupferbahnen, woraus ihr dann die Werkzeuge herstellen könnt. Definitiv nicht zu vernachlässigen sind Obst, Gemüse, Beeren und alles mögliche, was ihr euch so reinfuttern könnt, denn die geben euch teilweise ziemlich geile Buffs. Ich persönlich esse zum Beispiel immer eine Waldbeere, ihr müsst euch da nicht das ganze Stack reinfuttern, eine einzige Waldbeere gibt euch 10 Minuten lang ordentlich mehr Ausdauer, dass ihr schneller unterwegs sein könnt,
Aber auch Kürbis oder Melone gibt euch zum Beispiel verschiedene Gesundheitsbuffs, dass ihr mehr Leben habt oder sonst irgendwelche schönen Geschichten. Also achtet da immer ein bisschen drauf, dass das nicht abläuft. Ihr seht ja unten links die Zeit, die abläuft, bis das Lebensmittel seine Wirkung verliert und dann immer wieder was Neues nachhauen. Habe ich am Anfang so ein bisschen vernachlässigt und ich dachte mir, ja komm, so eine scheiß Waldbeere, was soll die schon machen? Aber nee, ohne Spaß, es ist sehr, sehr wichtig, gerade Ausdauer. Ihr lauft in dem Spiel unendlich viel, gerade in den späteren Missionen, wenn ihr dann zwei verschiedene Punkte auf der Map habt, die ihr abarbeiten müsst und die ewig weit weg sind, ist das Gold wert. Also, drauf achten, immer was reinfuttern, die Buffs ausnutzen und dann solltet ihr definitiv ein bisschen einfacher durchs Spiel kommen. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem kleinen Anfängerguide hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke mal, durch den Teil 1, also den Erste-Schritte-Guide, den ich gemacht habe und das Video hier, solltet ihr als Anfänger definitiv ein bisschen leichter mit Icarus starten können und schon mal grob wissen, worum es geht. Das Spiel ist mega komplex. Das seht ihr spätestens, wenn ihr euch das erste Mal den Fertigkeitsbaum und Talentebaum anguckt. Es gibt extremst viele Sachen zu erkunden, viele Missionen und sehr, sehr viel dazu zu sagen. Aber mir ging es halt wirklich jetzt erstmal darum, so die groben Sachen zu erklären, weil das Spiel halt doch sehr, sehr wenig Tutorial bietet und ja, man muss sich halt relativ viel reinfuchsen, um es halt erstmal zu verstehen. Deswegen hoffe ich, dass ihr mit dem Video ein bisschen leichter durchkommt. Lasst auf jeden Fall gerne Like, Kommentare, Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut!